Hallihallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Pokémon Gelb. Darauf habe ich mich ja schon eine ganze Weile gefreut. Ich muss mal kurz was gucken. Ah, die Lüftung an meinem Gamepad ist an. Jedenfalls, ein Projekt, auf das ich mich schon eine ganze Weile gefreut habe. Und ich werde nach Pokémon Gelb auch Kristall und Smaragd spielen, halt diese ganzen Sondereditionen, sage ich mal, der jeweiligen Generation. Ich habe mir auch mal überlegt, noch Feuerrot oder Blattgrün zu spielen, aber mal sehen. Bevor ich das Spiel anfange, möchte ich noch ein bisschen was zu diesem Projekt, sagen. Ich habe mir selbst zum Beispiel eine kleine Challenge gestellt. Ein Only-Basis-Pokémon-Run soll das hier werden. Das bedeutet, ich lasse meine Pokémon nicht entwickeln. Naja, das setzt natürlich voraus, dass ich meine Pokémon immer ein bisschen überlevel, aber das wird, denke ich, nicht so schlimm sein. So, und da ich ja auch nur Basis-Pokémon habe, möchte ich jetzt zum Beispiel als Flug-Pokémon nicht nur ein Taubsi oder ein Habitak oder sowas in der Art. Und mein zweitliebstes Pokémon überhaupt ist Mew. Also seid mir nicht böse, ich werde Mew fangen. Mit dem Mew-Glitch, der, denke ich, schon relativ bekannt ist. Aber ich denke mal, das macht jetzt auch nichts. Ich mag Mew halt. Und ich werde in diesem Let's Play alle 8 Orden machen, die Liga, und dazu werde ich noch die drei legendären Vögel und Mewtwo fangen. Und das war's eigentlich auch schon. Ich habe mir mein Team schon zurechtgelegt, also sage ich mal, mir schon ausgesucht, was ich alles in mein Team aufnehme. Darunter halt auch Mew, aber ich würde sagen, bevor ich hier blöd weiterlabere, fangen wir einfach mal an. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Aish, man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Das hier ist ein Pikachu. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere Tagen kämpfen mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Wie lautet dein Name? Ich bin... Ah, diese schwierigen Fragen immer. Ich bin Bunny. Ja, wie in so ziemlich jedem Spiel. Richtig, dein Name ist Bunny. Ich wollte dich nur testen. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Das habe ich jetzt gerade so festgelegt. Wie war noch gleich sein Name? Oh, wie war noch gleich der Name meines Enkels? Ach, Alzheimer immer. Ach, du weißt so, wie der heißt, oder? Ja, ich weiß, wie er heißt. Ich werde ihn nämlich... Wo ist das G? Jeps. Gary nennen. Ich sag mal, ist ein bisschen unkreativ, aber ich finde, der Name Gary passt einfach zu ihm. Ich möchte ihn nicht Blau nennen, weil... Weiß nicht. Damit kann man sich nicht so richtig identifizieren. Und ich mag den Namen Gary halt. Ich finde, es passt. Aber ich habe ihn nochmal neu geschrieben, damit er halt auch in Groß- und Kleinbuchstaben geschrieben ist. Gary, stimmt, es lag mir auf der Zunge. Bunny, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Oh yay. Na gut, das hier ist unser Zimmer. Dort starten wir wie in so ziemlich jedem Pokémon-Spiel. Wobei, ich glaube, in der dritten Gen startet man nicht in seinem Zimmer, aber... Was soll's? Das hier... ist ein Super Nintendo. Ich dachte immer, es wäre ein NES. Bevor ich losgehe, hol ich mir mal den Trank, der hier im PC liegt. Nicht ablegen. Aufnehmen. Also, es liegt ja immer in so ziemlich jedem Pokémon-Spiel ein Trank im PC. Glaube ich. Es dürfte auf jeden Fall so sein. Das hier ist unsere Mutter. Richtig, ich bin deine Mutter. Irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Ach, Professor Aish von nebenan hat nach dir gefragt. Werd dich vermissen. Ja, das hier ist Alabastia, eine richtige Großstadt, könnte man meinen. Na gut, nicht wirklich. Und das ist Professor Aishs Labor. Ich werde gleich mal sehen, ob Professor Aish hier ist. Ist er nicht. Na dann, Hallöchen, Gary. Hey, Bunny, Opa ist nicht hier. Ich bin hierher gekommen, weil mir ein Pokémon geben wollte. Oh ja, das hätte ich auch gern. Ein Pokémon. Denn ohne können wir ja nun nicht viel anrichten in dieser Welt. Warte, geh nicht raus. Das war knapp. Wilde Pokémon leben in hohem Gras. Und jetzt demonstriert er uns mal, wie man ein Pokémon fängt. Ein wildes Pikachu. Professor Aish setzt Pokéball ein.
Wunderbar, Pikachu wurde gefangen. Oh yay. Puh. Wilde Pokémon können jederzeit auftauchen. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Dap 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 dap. Entschuldigung. Ich mag das Spiel. Opa, ich will nicht länger warten. Gary, du bist früh dran. Du sollst da erst später kommen. Na egal, warte einen Moment. Siehst du den Ball auf dem Tisch liegen, Bunny? Das ist ein Pokéball, darin befindet sich ein Pokémon. Ich schenke es dir, nimm es dir ruhig. Oh yay, wir bekommen unser erstes Pokémon. Halt, Opa, und was mit mir? Habe einen Moment Geduld, Gary, ich gebe dir später eins. Yay, mein Pokémon! Bam! Nein, Bunny, ich will dieses Pokémon. Gary schnappt sich das Pokémon mit fröhlicher Musik. Gary, was soll das? Bitte, Opa, ich möchte dieses Pokémon. Aber, okay, behalte dieses Pokémon. Es ist deins. Ich hätte dir sowieso eins gegeben. Bunny, komm zu mir herüber. Das werden wir tun. Bunny, ich habe noch ein Pokémon gefangen. Ich gebe es dir. Allerdings ist es ein ungezähmtes, wildes Pokémon. Bunny erhält Pikachu. Oh, yay. Und ja, ich möchte Pikachu einen Spitznamen geben. Um jetzt gleich mal im Voraus was zu sagen. Ich benenne meine Pokémon genauso, wie ich sie auf meinen ganz normalen Editionen immer benenne. Das heißt, nach Personen, die ich mag, nach Freunden und so weiter. Und dieses Pokémon wird Jessie sein. Ja, mein kleines putziges Pikachu. Gucke ich mir doch gleich mal an. Status. Pikachu. Okay, es hat 12 Angriff, 8 Verteidigung, 15 Initiative und 11 Spezial. Also in der ersten Generation waren ja noch die Spezialangriffs- und Verteidigungswerte in einem Wert zusammengefasst. Ich weiß nicht ganz, wie das da eigentlich berechnet wird, aber das macht schon irgendwie Sinn. Ja, es ist ja, denke ich, bekannt, dass Pikachu sehr schnell ist, aber es hat auch keine gute Verteidigung. Die Angriffswerte sind, ja, die sind so mittel. Ich hoffe, das mit der Verteidigung wird nicht zu schwer. Aber yay, das hier ist unser Pikachu mit seinem eigenen Icon. Oder unsere Jessie. Warte, Bunny. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Na gut. Jessie ist eh viel besser als dein, was auch immer du hast. Puh. Ich mag den Sprite von Gary. Gary setzt Evoli ein. Oh, es ist so putzig. Aber unser ist putziger. Los, Heuler. Ich hoffe, das geht gut aus. Ich möchte den ersten Kampf nicht verlieren. Ah, Rutenschlag schlägt fehl. Das ist schön. Sache ist ja, die ersten paar Kämpfe entscheiden, zu was sich Evoli später entwickelt. Wenn wir jetzt die ersten beiden Kämpfe gewinnen, wird es zu einem Blitzer. Wenn wir die ersten beiden Kämpfe verlieren, wird es zu einem Aquana. Und wenn wir einen von beiden Kämpfen gewinnen und den anderen verlieren, wird es zu Flamara. Und ja, ich möchte, dass es ein Blitzer wird. Weiß nicht warum. Aber wäre auf jeden Fall ein ganz guter Rivale, wenn halt unser Rivale auch ein Elektro-Pokémon hat, gefällt mir irgendwie. Ja, würde mich auch nicht stören, wenn es irgendwas anderes wäre, aber ich möchte die Kämpfe halt gewinnen. Vor allem möchte ich auch kein Geld verlieren. Aber anscheinend hat uns Evoli nicht einmal Schaden zugefügt, denn Jessie ist einfach voll awesome. Und Jessie erreicht Level 6. Oh yeah. Jessie lernt Rutenschlag. Und Bunny besiegt Gary. Was? Unmöglich. Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Okay, ich werde mein Pokémon trainieren, damit es stärker wird. Bunny, Opa, wir sehen uns später. Tüdelü. Pika. Wie bitte? Schau dir das an. Es ist seltsam, aber dein Pikachu mag scheinbar keine Pokébälle. Es muss dich so begleiten. Dann ist es auch glücklich. Du kannst mit ihm sprechen und merkst dann, ob es dich mag. Hey! Puh. Dann halt nicht. Hast du noch was zu sagen, Professor Eich? Du solltest mit ihm sprechen, um dich um es kümmern. Genau das werde ich auch machen, denn unser Pikachu ist voll toll. Wir haben eh das allerbeste Pokémon auf der ganzen weiten Welt. Ich guck mal kurz was, bevor ich losgehe. Mal gucken, ob unsere Mutter noch was zu sagen hat. Bunny, wenn du zu hart zu deinen Pokémon bist, werden sie nicht zutraulich. Du sollst eine kurze Pause einlegen. Na gut, warum nicht? Sehr gut, du und deine Pokémon sehen großartig aus. Acht auf dich, ich habe nur ein Pokémon. Jessie, hast du irgendwas zu sagen?
Immerhin bist du nicht mehr so grummelig. Ah, na gut, dann gehe ich erstmal nach Vertania City. Auf dem Weg nach Vertania City. Jetzt gibt dieses Lied nicht mehr aus dem Kopf. Los, Jessie, mach's alle! Ratfratz gehört schon mal nicht zu den Pokémon, die ich mir fangen möchte. Ach, na komm. Donnerschock. Es gibt nur eine Sache, die mich gerade stört, weil ich habe gerade gemerkt, ich werde vor dem ersten Orden kein neues Pokémon fangen. Das heißt so viel wie, Jessie muss den ersten Orden im Alleingang machen. Ich hoffe, wir lernen relativ früh Doppelteam, weil bei Pokémon Gelb war der erste Orden schon etwas schwierig, sage ich mal so. Ach, Pikachu. Gegen Pikachu kannst du nichts tun, Taubsi. Also ich denke mal, ich spoiler nichts, wenn ich sage, dass Rocco mit seinem kleinen Stein und seinem Onix auf Level 12 und 14 eine ganz schöne Herausforderung wird. Vor allem in Pokémon Gelb sind ja die Pokémon der Arenaleiter vom Level her auch viel höher. Überhaupt sind so ziemlich alle Pokémon bei Pokémon Gelb irgendwie stärker als bei Pokémon Rot und Blau. Das macht das Spiel ein bisschen anspruchsvoller, aber das stört mich auch nicht unbedingt. Ich mag sogar. Die zweite Gen dagegen wird dann relativ einfach, aber das dauert ja noch ein Weilchen. Gut, unsere Jessie ist wieder geheilt. Ne? Na gut. Noch mag sie mich nicht sonderlich. Wir gehen erstmal in den Pokémon-Markt. Hey, kommst du aus Alabastia? Oh ja, das tue ich. Professor Eich schickt dich, oder? Deine Bestellung ist angekommen. Hust das Paket für ihn ab. Vanya, hält euch das Paket. Oh yeah. Und das müssen wir jetzt zurück nach Alabastia bringen. Heißt doch Alabastia, oder? Nee, ich habe noch gar keine Karte. Ich muss mal kurz gucken, wie sieht denn der Trainerpass aus? Okay, uns werden schon alle Arenaleiter angezeigt. Bis auf den letzten. Aber es ist ja, denke ich, klar, wer das ist. Es dürfte Alabastia sein. Also es gibt Alabastia und Alabasta. Eins davon ist aus One Piece und das andere aus Pokémon. ich überlege mir gerade. Ich glaube, ich werde Pikachu noch so... Also Jessie. Ja, ich werde noch so auf Level 10 trainieren. Also ich gehe mal immer ein bisschen durchs hohe Gras. Kann ja nicht schaden. Ich meine, wir müssen Rocco auch besiegen. Da kann Level 15, denke ich, nicht schaden. Weil allein mit dem Pikachu wird das ganz schwierig. Naja, los Jessie. Pika! Und Jessie brutzelt das Taubsi mit einem Donnerschlag weg. Na gut, es war noch nicht genug gebrutzel. Dann brutzeln wir nochmal. Donnerschlag! Und es ist sogar ein Volltreffer. Yay. Zum Glück habe ich dann einen Volltreffer bekommen, wenn ich ihn überhaupt nicht mehr gebrauchen konnte. Toll. Was steht denn hier? Route 1, Alabastia, Vertania City. Okay. Du willst mir doch bestimmt einen Trank geben, oder? Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Vertania City. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier, bitte. Banya hält Trank. Awesome. Auf dem Weg zurück nach Alabastia. Gut, dann kämpfen wir noch ein bisschen. Aber anscheinend treffen wir hier nur Taubsis und kein Radfratz. Ah, Level 5. Ich habe mich früher immer gefreut, dass wenn ich einen Taubsi Level 5 getroffen habe, dann musste ich das nämlich nicht leveln. Gegner Taubsi ist paralysiert. Ja, das macht jetzt auch keinen Unterschied. Los, Donnerschlag. Ich glaube, wir gehen auch gleich nochmal zu unserer Mama und heilen unser Pikachu. Taubsi wurde besiegt. Jessie erhält 39 Erfahrungspunkte. Yay! Du Mutti, kannst du mal meine Pokémon heilen? Das wäre voll lieb. Bunny, bla 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 bla, werden Sie nicht zutraulich. Bla 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 bla, kurze Pause. Sehr gut, du und deine Pokémon sehen großartig aus. Achte auf dich. Werde ich tun. Tüdelü. Bevor wir jetzt zu Professor Eich gehen, mache ich hier, denke ich, erstmal einen kleinen Cut, denn wir haben schon um die 15 Minuten aufgenommen. Was hast denn du zu sagen? Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items im Pokémon via PC laden und wieder abrufen. Das gab es zu meiner Zeit noch nicht und ich sehe gar nicht mal so alt aus. Pikachu. Naja.
Jedenfalls, ich will nur noch mal kurz gucken, wie die Werte jetzt eigentlich aussehen. Verteidigung ist immer noch auf 8, das möchte mir nicht gefallen. Naja, aber das war's für den ersten Part von Pokémon Gelb. Ich glaube, das Projekt wird mir Spaß machen. Na gut, hoffentlich hat's euch gefallen. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao.